Guten Morgen, ladies and gentlemen, und willkommen zurück zu Forza Horizon 5. Heute mal wieder mit einem brandneuen Fahrzeug. Nämlich ist gestern Serie 27 erschienen. Und zwar eine Serie, ja, die für mich schon sehr, sehr geil sein könnte. Habe ich mir damals schon gedacht, als sie angekündigt wurde. Und jetzt ist sie endlich da, die US Automotive Series. Und da sind geile Fahrzeuge mit dabei. Und mit einhergehend haben wir tatsächlich ein neues Carpack wieder mal für 5 Euro. Die Fahrzeuge werde ich euch natürlich dann im Laufe der nächsten Tage präsentieren. Wir fangen heute mit einem dieser Wagen an. Ich werde heute auch allgemein über das Update im Großen und Ganzen reden. Ich habe jetzt sofort zum Motorsport tatsächlich zum Update 2.0 ein dediziertes Infovideo gemacht. Zu Horizon habe ich das jetzt mal sein lassen, weil tatsächlich der gute Ray da sehr, sehr gute Videos dazu macht. Sein Kanal ist in der Beschreibung verlinkt. Er macht sofort auf Horizon da jeden Monat die Infovideos. Und ja, deswegen, wie gesagt, heute in der Folge werde ich zwar auch drüber reden, aber wenn ihr kompakt alles in einem Video haben wollt, dann schaut gerne bei ihm vorbei. So oder so, jetzt geht's erstmal dann rein in das erste Carpack, oder in das erste Fahrzeug, besser gesagt, des neuen DLCs. Und dafür gehen wir aber mal vielleicht ganz kurz zu den Autopaketen rein. Und da sehen wir dann auch schon das Carpack amerikanische Autos, nennt sich das Ganze. Und da sind 4 Fahrzeuge mit am Start. Der Chevrolet Silverado. LT Trail Boss nennt sich das Ganze, glaube ich. Jawohl, es ist ein wilder Name. Dann haben wir den Singer 21C, den Liberty Ford Ecoline Shoprod sowie den Celine S7 LM. Also eine sehr interessante Auswahl, sage ich mal. Der Silverado tatsächlich der einzige Wagen, bei dem ich ab und zu mal gesehen habe, dass er schon mal gefragt wurde, dass ein Silverado mal reinkommt. Die anderen drei, ich bin ehrlich, die beiden kann ich gar nicht, den Singer und den Liberty Ecoline. Aber ja, ich finde gerade deswegen ist es an sich ein ganz cooles Carpack, weil wenn man die Fahrzeuge will, kann man es sich halt kaufen, wie gesagt, 5 Euro. Wenn man die Fahrzeuge nicht will, weil die einen einfach nicht interessieren, weil das jetzt nicht so die Überhighlights sind, dann kann man es auch easy sein lassen. Also an sich eine ganz coole Sache auf jeden Fall. Auf den Celine habe ich richtig Bock tatsächlich und mit dem werden wir heute auch anfangen. Ihr wisst ja, ich bin ein riesen Fan vom Celine S7. Für mich persönlich eines der schönsten Supersportwagen aller Zeiten. Und der LM treibt das Ganze nochmal so ein bisschen auf die Spitze. Der Wagen ist ja bereits auch angekündigt für Forza Motorsport. Da wird er auch reinkommen. In Motorsport tatsächlich gratis. Das finde ich ein bisschen weird irgendwie, dass der hier ein DLC ist. In Motorsport ist er gratis. Verstehe ich nicht so ganz. Und hat auch so ein bisschen den fahrenden Beigeschmack, wie ich finde. Aber darum soll es jetzt heute nicht gehen. Ein Fazit zum Carpack werde ich dann führen, wenn wir alle Fahrzeuge ausgefahren sind. Also ganz kurz, rein optisch. Die Felgen erstmal sind großer Schmutz. Also da bin ich ehrlich, ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat bei Celine, aber die Felgen, die gehen nicht. Die gehen absolut nicht klar, keine Ahnung. Das passt einfach hinten und vorne nicht, und zwar wortwörtlich. Aber der ganze Rest von diesem Auto ist so unfassbar schön einfach nur. Ich kann es echt nicht anders sagen. Dieser Flügel hinten, der Diffusor. Ich bin ja allgemein auch ein Fan von Fahrzeugen, wie ihr wisst, die eine Longtail-Optik haben. Und ja, der Celine S7 gehört da definitiv dazu. Der LM treibt das Ganze nochmal auf die Spitze. Also wie gesagt, für mich persönlich ein super geiles Fahrzeug in der Optik. Wir gehen mal rein ins Interieur. Und da sehen wir dann, ich weiß tatsächlich gerade nicht, wie das beim regulären S7 innen aussah. Deswegen kann ich gerade nicht sagen, wie unterschiedlich das ist. Ich denke aber schon, dass wir hier ein paar Unterschiede auf jeden Fall im Innenraum haben werden. Ich finde es an sich aber nicht schlecht tatsächlich. Das hat auf jeden Fall was. Wir starten ihn mal. Ja, wenn ihr einen V12 erwartet habt, dann seid ihr wahrscheinlich sehr enttäuscht gerade, aber ich bin sehr happy mit dem, was wir haben. Eine Sache tatsächlich in diesem Update, auf die ich direkt mal eingehen möchte, weil wir das jetzt von hier aus sehr bequem machen können. Wir haben ein paar neue Rennen. 4 Stück an der Zahl. Eins davon haben wir hier. Dann dürfte hier noch eins sein. Jawohl. Vista del Mar. Weiterhin haben wir noch... ja, wo sind sie denn? Da haben wir noch 2, genau. Hier einmal Erto Tromo Sprint sowie Linea Costera.
Ganz gut auf jeden Fall, dass wir hier eben 4 neue Rennen haben. Die sind auch permanent im Spiel. Und eins davon würde ich sagen, fahren wir auch einfach mal jetzt direkt mit dem Sedin. Finde ich auf jeden Fall ganz schick. Ist ja eine Sache, wo ich von Anfang an tatsächlich gesagt habe bei Horizon 5, dass das schon ganz cool wäre, wenn ab und zu mal ein Rennen nachgereicht werden würde. Und ja, jetzt haben sie es endlich mal gemacht. Ich meine, wir haben ja schon mal, lange ist her, haben wir mal das Oval bekommen. Oder die Nachtrennen, aber ja, jetzt auch wirklich tatsächlich mal ganz normale Straßen. Eine sehr, sehr coole Sache. Jetzt kommen wir aber dann vielleicht erstmal zum Celine S7 LM. Und da habt ihr gerade vielleicht schon gesehen, 2017er Baujahr. Wie kann das denn sein? Der Celine S7 ist doch eigentlich mittlerweile schon, kann man sagen, ein bisschen retromäßig unterwegs. Ja, das hat Celine aber einen Scheiß interessiert. Celine hat sich nämlich gedacht, hey, der S7 war so cool, den bauen wir einfach nochmal. Und das ist kein Scherz, beziehungsweise relativ wenig sogar nur ein Scherz. Das Ganze ist wirklich einfach eine Neuauflage vom Celine S7. Richtig geil, wie ich persönlich finde. Unter der Haube steckt immer noch ein 7,0 Liter V8, welcher Twin-Turbo aufgeladen ist. Also ja, aufbauend eben dementsprechend auf dem Celine S7 Twin-Turbo. Dieser produziert in seiner Basisausführung 1014 PS sowie 1150 Newtonmeter Drehmoment auf ein Leergewicht von knapp über 1,3 Tonnen. Und ja, ich sagte in seiner Basisausführung. Denn es gab noch eine weitere Ausführung mit 1318 PS. Und wem das nicht genug ist, den würde vielleicht erfreuen, dass 2019 auf einer, ich glaube es war eine chinesische Präsentation, eine weitere Version vorgestellt wurde mit 1500 PS, welche nur noch 100 in 2,2 Sekunden schaffen soll und eine Topspeed von 480 km/h haben soll. Das Ding wird bis dato noch nicht gebaut, aber ich arbeite dran, dass ich da mal einen ranbekomme. Das wäre sehr cool auf jeden Fall. Nein, also ich meine, wir haben hier einen 7,0 Liter V8 Windturbo. Dass du hier Leistung rausbringen kannst bis wahrscheinlich 2000 PS hoch, das sollte jedem klar sein, denke ich mal. Die Frage ist natürlich klar, bis wohin lohnt sich's, ab wann ist es zu viel Leistung? Ich mag da aber den Approach, den Celine hier scheinbar hat, die sagen, das ist erst zu viel, wenn uns der Motor um die Ohren fliegt. Finde ich auf jeden Fall sehr nice. Aber das hier ist natürlich nicht nur eine neue Power-Auflage, wir haben hier aerodynamik beispielsweise. Ich habe schon den Diffus und den Flügel angesprochen, wir haben eine Lippe an der Front, die neu ist, wir haben auch Flaps an der Seite. Also wie gesagt, auch aerodynamisch. Komplett überarbeitet worden und das Ganze ja in Anlehnung an den Rennwagen vom Celine S7. Ich meine, das ganze Projekt hier ist entstanden ja in Anlehnung an die Motorsport-Erfolge vom S7, unter anderem den Klassensieg bei den 24 Stunden von Le Mans 2010. Ja, war ein bisschen spät, der Wagen wurde da schon nicht mehr gebaut, aber er hat es erreicht und das ist, finde ich, die Hauptsache. Nein, das ist wirklich ein Klassensieg in Le Mans zu erreichen, da muss man schon einiges machen und deswegen finde ich es sehr, sehr schön, dass Celine hier nochmal gesagt hat, komm, wir haben damals was Geiles gebaut. Ja, wir haben jetzt zwar ab und zu mal wieder ein paar andere Projekte gehabt zwischendrin, aber jetzt bauen wir doch einfach mal das, was wir damals hatten, nochmal. Finde ich richtig, richtig geil. Und ja, ich habe natürlich schon 3 Stück bestellt, angekommen sind sie leider noch nicht, aber ich hoffe mal, dass das in den nächsten paar Monaten passiert. Wäre sehr cool auf jeden Fall. Ich würde jetzt aber sagen, ich habe natürlich auch Bock, den S7 LM auf der Teststrecke auszufahren. Und wir gucken mal, was er da zeitlich so schafft. Damit steht der Celine S7 LM an der Startlinie und fährt hier los. Und man muss fairerweise sagen, für 1000 PS auf die Hinterachse ist das sehr, sehr wenig Wiesbe. Gut, Celine hat es relativ billig gemacht, sage ich mal. Sie haben einfach das Getriebe vom zweiten Gang ab bis ins Unendliche übersetzt und noch viel weiter. Da kann das sich mit dem Respin natürlich schon mal sehr in Grenzen halten, auf jeden Fall. Aber ja, was fällt auf? Es fällt erstmal auf, dass wir natürlich irgendwo ein Untersteuern haben in den Stellpunkt. Ja, das ist einfach nicht ganz wegzudenken bei dem Radstand, bei der Gewichtsverteilung etc. Ist das hier am Ende des Tages einfach schon ein Fahrzeug, welches für Untersteuer ein bisschen prädestiniert ist. Aber wir haben trotzdem, finde ich, ein sehr agiles Einigfall. Also wenn wir ihn früh genug
in die Kurve schmeißen, dann kommt er da super gut und angenehm rum, definitiv. Nur eben, wenn man es ein bisschen zu spät macht, dann ja, fangen die Probleme an, kann man wohl so sagen. Beschleunigung, klar, wir haben 1000 PS, also da gibt es relativ wenig auszusetzen, muss man ehrlicherweise sagen. Auch wenn ich tatsächlich der Meinung bin, wenn wir ein etwas besser übersetztes Getriebe hätten, wäre er da vielleicht noch mal ein bisschen potenter. Das könnte schon durchaus sein. Die Bremsleistung ist dann auch erstmal ganz gut. Für 1,3 Tonnen, ja, Hypercar muss man ehrlicherweise fast schon sagen, vielleicht ein bisschen schwach auf der Bremse. Aber da rede ich jetzt wirklich nur, also von Meckern auf wirklich verdammt hohem Niveau, muss ich an der Stelle ganz klar sagen. Insgesamt, wie gesagt, für ein 1000 PS Heckangetriebenes Hypercar, Track Supercar, nennt es wie ihr es nennen wollt, haben wir hier ein sehr ruhiges Fahrverhalten. Also mit dem kommt man wirklich, wirklich sehr easy und geschmeidig klar. Das kann man absolut nicht anders sagen. Sehen auch, wie geschmeidig hier um die Kurven rumkommt. Also, ja, wie gesagt, ein bisschen anders hier ist dabei. Aber jetzt nicht so dramatisch schlimm. Mit 316 km/h kommt er über die Ziellinie. Er setzt eine Zeit von 2 Minuten 9,322 und ist damit auf dem Level vom Ferrari SF90 Stradale sowie dem Mercedes AMG One. Gut, das ist nicht die getunte Version vom AMG One, das wissen wir auch. Also deswegen nicht so eine vergleichbare Zeit von dem AMG. Aber insgesamt tatsächlich doch nicht schlecht, muss ich persönlich sagen. Also der Wagen hat sich hier sehr, sehr gut behauptet. Für einen 1000 PS Wagen vielleicht ein bisschen unterwältigend. Aber für einen 1000 PS Heckantrieb, ganz ehrlich, ist das schon ordentlich. Kann man absolut nicht anders sagen. Wie gesagt, er hat mir in einigen Elementen wirklich sehr, sehr gut gefallen. Die Beschleunigung natürlich, wie gesagt, großartig. Das Kurvenverhalten sehr, sehr gut. Die Bremsleistung an sich auch gut auf jeden Fall. Getriebe, großes Manko. Also da gibt es ein paar Sachen. Der 6. und der 3. Gang sind beispielsweise und der 2. sind auch sehr, sehr lang. Der 1. dafür vielleicht ein bisschen kurz. Also ich glaube, das kann man noch mal ein bisschen schöner aneinander angleichen auf jeden Fall. Er hat leider, wenn du den einen Punkt nicht perfekt erwischt, dann doch irgendwo ein Untersteuern, was ihn so ein bisschen rausbringt, was sehr, sehr schade ist. Aber ja, wie gesagt, also im Gesamtpaket ist das gut gewesen vor dem Wagen. Kann man absolut nicht anders sagen. Ich würde sagen, wir gehen ins Tuning. Naja, fast. Was wir stattdessen machen werden, ist, ich werde erstmal kurz auf ein paar Sachen eingehen, die jetzt in Serie 28 reinkommen sind. Zumindest ein paar Sachen, die ich jetzt hier zeigen kann, während wir in der Garage sind. Und da haben wir dann zum einen erstmal drei neue Bodykits, die ins Spiel gekommen sind. Da haben wir zum einen mal den Shelby GT350R, der ein neues Bodykit bekommen hat. Wie gesagt, ich gehe da einfach mal an der Stelle in der Folge mal ganz kurz drauf ein. Und zwar haben wir hier ja, ein sehr brutales White Bodykit, muss man ehrlicherweise sagen. Das geht schon fast in die Liberty Walk Richtung. Hat auch einen neuen Flügel dementsprechend, glaube ich. Bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Ja, doch, genau, diesen sehr, sehr breiten Forza-Flügel. Ein sehr ähnliches Bodykit sehen wir dann auch beim Chevrolet Camaro ZL1, der mich ein bisschen überrascht hat tatsächlich, weil der 1LE ja vor kurzem erst ein neues Bodykit bekommen hat. Aber jetzt auch der reguläre ZL1 hier mit einem ja auch sehr brutalen White Bodykit, wie gesagt, super ähnlicher Stil. Und last but not least, ein bisschen klassischer, haben wir den Pontiac Firebird Trans Am GDA, der ebenfalls aus Forza Motorsport 7 sein Forza Edition Bodykit bekommen hat. Was auch interessant aussieht auf jeden Fall, wie ich persönlich finde. Gar nicht mal so schlecht auch. Ja, also ich finde, das geht. Das kann man drauf machen auf jeden Fall. Genau, damit dann zurück zum Celine, das wollte ich an der Stelle einfach nochmal kurz gezeigt haben, denn es gibt auch noch eine weitere coole neue Sache, oder beziehungsweise 27 coole neue Sachen. Es gibt nämlich neue Felgen von HRE, wo ich jetzt an der Stelle leider nicht schnell hinspringen kann. Wir haben so viele Felgen im Spiel mittlerweile, dass anfangen zu ruckeln. Genau, wir haben hier, die ist neu, dann diese hier,
Und über die andere bin ich auch ein bisschen drüber gegangen wahrscheinlich. Nee, genau, dann in dieser Kategorie haben wir dann auch noch 24 neue HRE-Felgen, die schon sehr cool aussehen teilweise, muss ich persönlich sagen. Also die haben, wie gesagt, teilweise echt was, definitiv. Klar, teilweise treffen sie auch nicht so ganz meinen Geschmack. Klar, sie sehen auch sehr ähnlich aus zu manch anderen Felgen, die wir in Forza schon drin haben. Wer weiß, muss man aber sagen, wir haben in Forza mittlerweile, keine Ahnung, 200 verschiedene Felgen. Ja, das ist halt einiges auf jeden Fall, kann man ganz klar mal so sagen. Jetzt gehen wir dann erstmal vielleicht ganz kurz beim Celine wirklich ins Tuning rein. Auf den Rest, der reinkommt, gehe ich dann danach ein. Wir haben einen Motorswap auf einen Racing V12. Der, finde ich, sogar vom Stil her irgendwo reinpasst. Also, ihr wisst, ich bin der Letzte, der sagt, hey, V8 raus, V12 rein. Aber ich finde beim S7, ganz ehrlich, das passt vom Stil einigermaßen sogar. Das finde ich jetzt gar nicht schlecht. Dann können wir auf Allrad wechseln natürlich. Wir können aerodynamisch den Flügel entfernen oder den Flügel komplett entfernen. Wenn wir auf krasse Topspeed gehen wollen, ja, lassen wir natürlich sein. Den wollen wir natürlich drauf behalten. Wir haben CV6 drauf. Bei denen bleiben wir auch. Foilslicks sind hier gerade nicht notwendig. Die Hinterreifen können wir auf 345er ziehen. Was haben wir vorne denn? 275er, okay. Ich würde hinten dann auf die 45er gehen. Und ihn dann einfach aggressiver einstellen insgesamt. So, die Spur darf auch ein bisschen raus auf jeden Fall. Und ja, andere Felgen, wie gesagt, müssen einfach sein bei ihm. Ich finde, wie gesagt, die Felgen, die er serienmäßig drauf hat, absolut nicht schön. Die Problematik ist, ich glaube, die müssen von der Farbe her auch schon passen. Weil ich nicht weiß, ob ich die Felgen einfärben kann, ohne dass ich vom Design was verliere. Das wäre nicht gut. Das wäre ja nicht gut, sage ich euch. Ja, die wäre ein bisschen brutal. Die Enkai, aber die merke ich mir mal. Ja, was... Finde ich irgendwie nicht schlecht. Weiß nicht, machen wir die vielleicht ein bisschen größer? 21 Zoll Felgen? Auf eine 7? Ja, doch, oder? Vorne 20, hinten 21? Doch, das passt. Das passt auch auf jeden Fall. Renngetriebe definitiv, da führt kein Weg dran vorbei. Also bloß nicht mit dem Seriengetriebe fahren. Dann bremsen sehr gerne. Fahrwerk haben wir schon. Überrollkäfig können wir einbauen. Brauchen wir natürlich nicht. Gewicht können wir noch auf 1,2 Tonnen reduzieren, wenn wir wollen. Ansonsten können wir noch Leistung reinbauen und ich hoffe mal, wir können auf die 1,5 hochgehen. Theoretisch würde ich mir jetzt praktisch gesehen einfach mal die 1300... Komm, wir gehen einfach auf die 1500, ganz ehrlich, was soll das? Wenn Celine schon sagt, wir sind extrem, dann sind wir jetzt auch mal extrem. Ich glaube, die 1538 sollten auch dann die 1500 Horsepower sein. Er würde theoretisch auf ungefähr 1600 hochgehen. Ja, nee, ich glaube, 1500 sollten ganz okay sein, sag ich jetzt mal. Natürlich geht mehr, aber geht auch weniger. Wie sieht denn das Getriebehaus? Einfach, ich frage für einen Freund. Okay. Ja, ich glaube, mit der Leistung kriegen wir das einigermaßen hin. Jawohl, wunderbar. Wir werden auf jeden Fall, wie gesagt, einiges an neuen Content haben in Serie 28. Und ich gehe vielleicht mal direkt ganz kurz auf die Fahrzeuge ein, die wir neu haben jetzt. Und da haben wir ja natürlich jetzt schon ein paar gesehen. Aus dem Carpick. Es gibt aber noch ein paar andere neue. Zum einen der Chevrolet Nova Supersport kehrt zurück. Aus Forza Horizon 4 sowie die Chevrolet Corvette Z06. Sehr, sehr geil auf jeden Fall. Ich habe ja nicht damit gerechnet, dass die reinkommt, nachdem die E-Ray ja tatsächlich die Z06 Anbauteile hatte. Deswegen richtig geil, dass die Z06 an sich jetzt auch ins Spiel kommt. Weiterhin haben wir keinen einzigen Ford, by the way, im US-Update. Irgendwie ein bisschen weird. Aber der Lincoln Continental von 62, der aus Motorsport 4, glaube ich, zurückkehrt. Der Lucid Air Sapphire, eine sehr, sehr coole Elektrolimousine.
kommt mit rein, der Plymouth Belvedere, der glaube ich komplett neu ist in Forza, wenn mich nicht alles täuscht. Dann zwei Pontiac Modelle aus den späten 60er, der 68er Firebird 400 sowie der 69er GTO Judge aus Horizon 4 und der Russian Q1. Das sind die Fahrzeuge, die über die Platte zurückkommen. Also ja, durchaus keine schlechte Auswahl, wie ich persönlich finde. Ich bin überrascht, muss ich ehrlicherweise sagen, dass der neue Mustang nicht mit von der Partie ist. Also das ist schon sehr interessant auf jeden Fall. Ich hätte fest damit gerechnet, dass bei dem Update der Mustang der 7. Generation ins Spiel kommt. Egal ob jetzt der GT oder der Dark Horse, ist ja relativ egal eigentlich. Aber nein, tatsächlich nicht. Deswegen, ja, wie gesagt, überraschend auf jeden Fall. Aber vielleicht kommt er irgendwann anders. Das kann ja durchaus sein. Ich meine, wir haben ja auch letzte Serie beispielsweise einen Bronco bekommen. Deswegen, nur weil wir jetzt US-Fahrzeuge bekommen haben, heißt das nicht, dass wir nie wieder welche kriegen werden. Das definitiv nicht. Weitere Neuerungen in Serie 27, beziehungsweise ja auch Sachen, die zurückkehren. Zum einen das Oval im Stadion wird wieder mit am Start sein. Genau, das war eine coole Sache auf jeden Fall, dass wir da was hatten. Ist auf jeden Fall schön, dass das zurückkehrt. Jetzt noch nicht, das wird erst dann morgen mit der neuen Serie, wenn sie wirklich über die feste Playlist dann auch reinkommt, erscheinen. Aber ja, das auf jeden Fall ganz nice. Es gibt jetzt Zeichensprache für zwei neue Stories, für die Icons of Speed und Donut Media Story. Gibt jetzt Zeichensprache auf Englisch. Und weiterhin gibt es noch eine Sache, die sehr kontrovers ist, über die im Stream nicht gesprochen wurde, wo ich persönlich auch tatsächlich sehe, warum nicht drüber gesprochen wurde, weil das ist ehrlicherweise, finde ich persönlich, sehr dreist. Gerade auch was das Preismodell anbelangt. Und das sind Car-Vouchers oder Autogutscheine. Und diese Autogutscheine, die kennen wir grundlegend. Ich habe meine noch. Nämlich, wenn man, ich glaube, VIP gekauft hat oder über die Ultimate Edition VIP besitzt einfach, dann hat man einen Autogutschein bekommen und über diesen Autogutschein kannst du dir, ja, wie es halt relativ logisch selbsterklärend ist, ein Auto in deine Garage stellen für lau, aus der Automesse eben. Und ich persönlich bin davon ausgegangen, dass wir diese Autogutscheine irgendwie über die Festival irgendwann nochmal sehen werden. Oder vielleicht wird mal zu Weihnachten einer verteilt, hätte auch sein können. Nein, die werden jetzt verkauft. Und zwar muss ich persönlich sagen, zu Preisen, die echt schon so ein bisschen es in sich haben. Ich möchte da an der Stelle nichts Falsches erzählen, deswegen möchte ich mal kurz auf die Seite draufgehen, damit ich hier, wie gesagt, keinen Quatsch erzähle. Genau, und zwar sind das 4 Autogutscheine für 5 Euro, 10 Autogutscheine für 10 Euro oder 24 Autogutscheine für 20 Euro. Ich sage es euch, normalerweise spreche ich ja zu DLCs und sonstigen keine Kaufempfehlungen aus oder sage euch, lasst das sein. In dem Fall sage ich euch ganz klar, lasst das sein. Das ist absolut unnötig. Ihr bekommt nicht die Fahrzeuge, die in der Playlist verfügbar waren. Ihr bekommt die Fahrzeuge aus der Automesse und die sind alle super easy zu erspielen. Die werden euch zum einen in Festival-Playlist selber hinterhergeworfen jede Woche und zum anderen, wie gesagt, selbst die Fahrzeuge, die teuer sind, ihr werdet mit Geld zugeschüttet und mit Respins, wo ihr die Fahrzeuge auch rauskriegt. Also ganz ehrlich, kauft euch nicht diese Autogutscheine. Lasst es sein, wirklich. Das ist absoluter Käse. Und es ist schon sehr bezeichnend, dass Player Games nicht im Stream drüber gesprochen hat, weil ich glaube, die Reaktion darauf hätten sie sich ehrlicherweise denken können. Ja. Aus meiner Sicht sehr schade, weil ich sag mal, Polyphony kriegt in Gran Turismo 7 sehr viel Flak dafür ab, dass sie das anbieten. Ja, sie bieten es an. Es ist jetzt nichts, was man kaufen muss, muss man ehrlicherweise sagen. Und fairerweise, also am Ende des Tages, wenn man es nicht nutzen möchte, soll man es halt einfach nicht machen. Ich persönlich finde es einfach nur dreist, weil ich mir denke, jeder, der sich sowas kauft, gibt unnötig Geld aus, meiner Meinung nach. Und das weiß PlayerUnknown's. Also das finde ich persönlich muss sagen, sehr, sehr dreist. Dass sie das jetzt ins Spiel gebracht haben. Ich meine, es ist ja per se jetzt grundlegend nichts Neues.
Wir hatten ja damals in den alten Forza-Teilen, in Forza Horizon 2, glaube ich, das letzte Mal, vielleicht auch Horizon 3, weiß ich jetzt nicht mehr, bei Horizon 2 auf jeden Fall, hatten wir ja tatsächlich die Tokens, nannten sich die. Das war im Prinzip ein ähnliches System. Das war, dass du dir über echtes Geld eine Währung in-game gekauft hast, die Tokens eben, und hast dann diese eintauschen können für Upgrades oder Fahrzeuge eben. Also wie gesagt, an sich eigentlich ein super ähnliches Prinzip. Ich frage mich gerade, warum der Wagen sich so komisch gefahren hat in den Kurven, gerade beim Rollenlassen. Ich gucke das Differential an und denke mir, mich wundert gar nichts mehr. Nein, aber deswegen, wie gesagt, es ist per se jetzt nichts Neues. Das ist richtig. Es ist trotzdem was super Dreistes, finde ich. Also, da, die Aktion gibt von meiner Seite aus auf jeden Fall einen Daumen nach unten. Im Gegensatz zu einem Daumen nach oben, den ihr gerne diesem Video geben könnt, wenn es euch gefällt. So, sorry, der musste sein. Genau, aber so viel dann eben dazu. Wie gesagt, aus meiner Sicht einfach schade, dass man es jetzt doch gemacht hat, obwohl man bei Gran Turismo 7 gesehen hat, dass das nicht ganz so gut ankommt. Aber ja. Wie geht's denn in die Zukunft rein? Serie 28 wird ja im Dezember erscheinen und das wird dann wieder mal eine Weihnachtsserie werden. Dementsprechend nennt diese sich auch Winter Wunderland. Und damit einhergehend bekommen wir unter anderem ein neues Stadion. Ein neues tatsächlich. Also es wird dann wahrscheinlich wohl nicht die Eisfläche sein, sondern was komplett Neues. Ich bin mal sehr gespannt, was es wird. Die Weihnachtsupdates waren ja zumindest vom Optischen her sehr, sehr cool immer. Was wir auch aus dem Weihnachtsupdate bereits kennen, das war damals in Serie 2, glaube ich, war es. Der Fall war der Secret Santa. Und zwar lief das Ganze so ab, dass die Community Fahrzeuge verschenken musste. Oder verschenken konnte. Ne, muss es vielleicht ein etwas schwieriger Begriff. Eben, dass sie Fahrzeuge verschenken konnte an andere Leute. Und ja, wenn man eben viele davon verschenkt hat, eine gewisse Anzahl, dann gab es ein Gratis-Fahrzeug. Und ein Kostüm. Das Kostüm gibt es diesmal nicht. Es sind zwei Fahrzeuge. Und so wie ich das jetzt verstanden habe, sollen das auch zwei New-to-Forza-Wagen sein. In dem ersten Secret Center Update war das damals der PP50. Ich bin ehrlich, am zweiten kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Aber nein, deswegen bin ich mal sehr gespannt. Sie haben schon gesagt, dass zumindest eines der Fahrzeuge, vielleicht sogar beide, das ging jetzt nicht davor aus dem Wortlaut, aber mindestens eines der Fahrzeuge soll eines der coolsten Fahrzeuge sein, was sie je ins Spiel gebracht haben. Ich bin mal gespannt. Ich meine, klar, absolutes Highlight wäre natürlich so ein Monster Truck. Der Hot Wheels Monster Truck, den wir im Spiel haben. Da glaube ich jetzt aber mal nicht dran. Nein, gucken wir einfach mal. Ich bin mal gespannt, was das dann wird eventuell. Und es wird in Serie 28 eine weitere neue Rennstrecke geben. Ähnlich wie diese, die wir jetzt hier haben. Also sehr cool auf jeden Fall, dass es da ja, nicht hier endet, sondern dass es da weitergeht. Also man muss wirklich ehrlicherweise sagen, egal was man jetzt von den Updates hält, Halleluja haut PlayerUnknown's viel raus. Und ich finde es wichtig, dass sie auch jetzt immer noch weiter sagen, ja Leute, Forza Motorsport ist da und Forza Motorsport bekommt Updates, aber wir sind PlayerUnknown's, wir machen Forza Horizon, wir haben mit denen relativ wenig zu tun. Unser Spiel wird auch weiter supported. Das ist super wichtig gewesen. Und gerade jetzt mit diesem Update, mit neuen Bodykits, mit neuen Rennen, neuen Felgen, mit eben nochmal Updates in der Inklusion, wie nennt man das? Barrierefreiheit, genau, Barrierefreiheit. Mit insgesamt 8 neuen Fahrzeugen in der Festival-Playlist und dazu noch dem Carpack. Das ist schon ein Statement, muss ich persönlich sagen. Also, wie gesagt, das gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Und vom Inhalt her, wie gesagt, wieder mal ein absolut krasses, krasses, krasses Update. Kann man einfach nicht anders sagen. Und ja, ich bin da guter Dinge. Ich muss persönlich leider sagen, dass ich die letzten 2, 3 Wochen, wie euch ja auch wahrscheinlich am Input oder beziehungsweise an meinem Output eher besser gesagt aufgefallen ist, dass ich die letzten paar Wochen jetzt nicht so dramatisch viel Bock auf Horizon hatte. Was vielleicht auch daran lag, dass Serie 26 jetzt nicht die beste Serie aller Zeiten war.
im Verhältnis gemessen zu den anderen. Die Fahrzeuge haben mich halt nur so bedingt abgeholt. Der Zorro war halt eine krasse Enttäuschung, finde ich persönlich. Dadurch, dass er halt kaum wirklich visuelles Tuning hatte, womit sie ja krass geworben haben eigentlich bei dem Wagen. Und auch im Performance-Tuning du wenig machen konntest. Ja, du hattest viele Motorswaps, aber beispielsweise die Reifenbreite alleine war ja so schmal, dass du jetzt nicht mal wirklich einen extremen Rennwagen aus ihm bauen kannst. Ist halt sehr schade. Der Bronco war cool, das auf jeden Fall. Der Porsche, gut, mir jetzt wäre weiß noch nicht ausgefallen, deswegen möchte ich da jetzt keine Meinung zu abbilden. Aber was war der vierte Wagen? Bronco zu... Genau, der Myers Manx, der war halt auch ganz nett, aber auch der Myers Manx war vom Tuning her leider eine absolute Enttäuschung. Also deswegen von den Updates, die wir jetzt, ich sag mal, unter den neuen Leon Games haben, war Serie 26 halt das Schwächste meiner Meinung nach. Es war trotzdem nicht schlecht, definitiv nicht. Wie gesagt, gerade der Zorro als das meistgenutzte Fahrzeug ins Spiel gebracht, da kann das Update gar nicht schlecht sein. Für mich war halt das letzte Update zu Serie 26 so eine, ja, I don't know, 5 von 10 eventuell. Vielleicht war das auch ein Stück weit gewollt, damit einfach so ein bisschen mehr der Fokus auf Motorsport liegt. Gut, ob Turn 10 das jetzt rückwirkend brachte, gewollt hat, sei es mal in den Raum gestellt. Finde ich aber sehr geil. Alle diese vier Rennstrecken hier sind sehr technisch. Sehr, sehr cool. Nein, aber wie gesagt, also für mich war Serie 26 halt okay, wie gesagt, sogar gut, okay, aber jetzt nichts Überragendes meiner Meinung nach. Und das möchte ich ausdrücklich betonen, liegt nicht an der Menge des Contents, den wir bekommen haben. Also für mich ist jetzt nicht Serie 27 besser, weil wir mehr bekommen haben, sondern weil wir für meinen subjektiven Geschmack, für meine subjektive Meinung, einfach besseren Content bekommen in Serie 27. Wie gesagt, ist meine subjektive Meinung. Leute, die mit Amerikanerix anfangen können, werden das komplett anders sehen, das weiß ich auch. Aber ja. Vielleicht wird es ja dann mit Serie 27 wieder ein bisschen mehr Forza Horizon Videos geben. Ich hätte Bock auf jeden Fall drauf, gerade auch da ich jetzt den Forza Motorsport so langsam auch mit dem Builders Cup durch bin, von den Videos her, die ihr seht. Ich glaube, heute dürfte der letzte Cup angefangen haben, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und ab dann möchte ich ja so ein bisschen Forza Motorsport und Horizon mischen auf dem Kanal. Dass beides einfach wieder kommt und vielleicht ab und zu auch mal sowas wie Gran Turismo. Oder auch mal wieder F1, könnte ja durchaus sein. Destiniert auf jeden Fall mit 1500 PS. Besser fahrbar als gedacht, muss ich sagen. Wie gesagt, die Strecken, die wir jetzt im Spiel bekommen haben, das wusste ich nicht, sind sehr technische Strecken. Deswegen, ich glaube, mit etwas wendigeren, langsameren Fahrzeugen bist du hier besser beraten als mit dem 1500 PS Track Hypercar. Aber Spaß gemacht zu fahren hat er auf jeden Fall trotzdem meiner Meinung nach ein sehr cooles Fahrzeug. Da würde ich sagen, wäre es das mit diesem Video hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über Daumen nach oben und Abo sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus!